Gutes Geld verdient man nur mit Studium. Tja, manchmal kann man bei der Jobsuche tatsächlich diesen Eindruck haben, aber das stimmt so nicht. Es gibt auch gut bezahlte Jobs, die man mit einer normalen Ausbildung bekommt. Wir haben sie aufgespürt und hier sind sie, unsere Top 7 der besten Jobs ohne Uni-Abschluss. Es geht auch ohne Bachelor oder Master. Es ist vielleicht manchmal ein bisschen gefährlicher. Aber sie alle verdienen ordentliches Geld. Mit welchen Jobs wird man auch ohne Studium zum Gutverdiener? Unser Platz 7, der Müllentsorger. Okay, es ist nicht der beliebteste Job, aber die Arbeitszeiten sind nicht schlecht. Galileo-Reporter Matthias Fiedler hat in Hamburg den Job 3 Tage lang ausprobiert. Was ihm gefällt? Um 5 Uhr morgens geht es los. Dafür ist um 14 Uhr schon Feierabend. Wie wird man Müllmann? Wie ist so der Weg? Also macht man da eine Ausbildung? Oder? Nein, man muss eine abgeschlossene Berufsausbildung haben. Mhm. Egal als was. Egal als was. Ja. Und dann muss man sich hier bewerben. Ja. Und bewähren. Und bewähren. Ja. Das muss man auch. Ja. Und vor allen Dingen ist das, dann guckt man vielleicht auch, guckt man erstmal auf eine Warteliste. Ja. Dann ist, ist die Nachfrage so groß? Die Nachfrage ist sehr groß. Ja. Der Job ist also beliebt. Müllmänner sind fest angestellt. Sie haben 30 Tage Urlaub und arbeiten in einem eingespielten Team. Und das Gehalt stimmt auch. Dafür wird es ja auch nicht schlecht bezahlt, ne? Viele denken ja, Müllmann wäre so. Man kann von leben, sagen wir so. Ja. Aber sagen wir so, also Friseure oder Kindergärtner kriegen weniger, ne? Das denke ich auch. Ja. Also man kann von leben, kann ich ja mal übersetzen. Ich habe mal gehört, so um die 3.000, 3.500 € gibt es im Monat. Aber ein bisschen Talent braucht man auch. Sonst kann es gefährlich werden. Matthias hat die Tonne nicht perfekt eingehängt. Das geht daneben. Das war's. Scheiße. Hineingreifen und rausholen ist strengstens verboten. Zum Berufsrisiko gehören aber eher harmlosere Verletzungen, wie Quetschungen durch Finger einklemmen. Die Tonne ist allerdings hin. Noch mehr verdient unser Platz 6, der Fahrlehrer, auch ein Job ohne Studium. In Großstädten verdient ein Fahrlehrer 3.300 bis 4.000 Euro brutto im Monat. Als Fahrlehrer braucht man Sitzfleisch und ein starkes Nervenkostüm. Galileo-Reporter Matthias strapaziert Geduld und Getriebe. Um Fahrlehrer zu werden, hat Volker Hirche selber eine Prüfung abgelegt. Circa 11.000 Euro kostet die Fahrlehrerausbildung. Zugangsvoraussetzung, ein Mindestalter von 21 Jahren und eine abgeschlossene Berufsausbildung. Auch für den Theorieteil bekommt der Fahrlehrer eine Ausbildung, wie man Erwachsenen langweilige Verkehrsregeln am besten beibringt. Ein Jahr dauert die gesamte Ausbildung. Fahrlehrer sind sehr gefragt. 2017 machten rund 1,3 Millionen Fahrschüler ihren Führerschein. Noch lukrativer ist Platz 5. Der Aufzugsmechaniker, denn er ist ständig in Bereitschaft. Stecken Menschen fest, wie hier gleich Funder, muss der Fachmann sie befreien, egal um welche Uhrzeit. 4.000 Euro ist das Durchschnittsgehalt. Okay. Hallo. Die Notrufzentrale, Sie haben einen Notruf abgesetzt. Oh ja, hi, hier ist die Funder. Ich würde so gerne raus aus dem Aufzug, jetzt wird's echt eng. Bitte Ruhe bewahren, ich bin auf dem Weg. Voraussetzung für den Job: eine Ausbildung in Mechatronik oder Elektronik. Dazu kommt eine 6-monatige Weiterbildung. Hören Sie mich? Mal bitte zurücktreten von der Tür. Eine halbe Stunde nach dem Notruf muss der Aufzugstechniker da sein. Das ist gesetzlich vorgeschrieben. So. Freiheit! Kommen Sie so? Meine Güte. Kann ich Ihnen die Hand reichen? Wer sich für die spezielle Welt der Aufzüge interessiert, hat einen krisensicheren Job. Über 500.000 Aufzüge werden in Deutschland pro Jahr überprüft. Unser Platz 4 ist ein Job für harte Männer. Sie montieren tonnenschwere Windkraftanlagen weit draußen auf See, bei Wind und Wellengang. Wer dort arbeitet, bekommt gutes Geld, 4.500 Euro im Monat. Offshore-Monteure bauen die gigantischen Windräder zusammen. Was man da machen muss, sieht sich Galileo-Reporterin Maike Greiner an. Wenn ich hier stehe, ich fühle mich ja so klein. Ja, kann man auch. Also die Größe ist enorm. Bloß wir sehen es eben halt nicht mehr, weil wir es jeden Tag hier haben.
dann fällt das nicht mehr so auf. Wir haben größten Respekt davor und das ist auch gut so und den musst du auch haben. Ansonsten kannst du hier draußen nicht bestehen. Da passieren Fehler und Fehler können dir draußen schon ernsthafte Folgen haben. 60 Mann sind an Bord. Neben der Schiffsbesatzung meist Kranfahrer und Monteure. Starker Wind und hohe Wellen machen den Bau der gigantischen Windräder zu einer technischen Herausforderung. Nur bei optimalen Bedingungen können die Windkraftanlagen errichtet werden. Deshalb wird jedes Zeitfenster ausgenutzt. Auf dem Schiff wird 24 Stunden lang durchgearbeitet. Das heißt, es gibt in den Kabinen auch immer Leute, die gerade schlafen. Und deswegen muss man auch so ein bisschen leise sein. Die meisten können hier bei Seegang schlafen und kommen mit wenig Platz zurecht. Fühlst du dich heimisch hier drin? Naja, was heißt heimisch? Wie man halt sieht, wir leben natürlich auf einem eingeschränkten Raum. Ne? Man muss gucken, dass man sich das halt so gemütlich macht, wie es geht. Und natürlich gibt es auch Dinge, die man hier vermisst, die man zu Hause hat und die man natürlich hier nicht hat. Ne? Zum Beispiel? Zum Beispiel das Wohnzimmer. 2 Wochen dauert eine Schicht, also 14 Tage auf See. Dann 14 Tage zu Hause. Extreme Belastung und hohe Verantwortung nonstop. Das erwartet einen beim nächsten Top-Job, der Fluglotse. Unser Platz 3 der besten Jobs ohne Studium. Schon das Einstiegsgehalt ist sehr hoch. 6.000 Euro im Monat. Ein gutes Abitur ist Voraussetzung. Mit den Piloten spricht der Fluglotse in internationalen Codes. Fincom 803 Mike, Wind 206 Knots, 265 Clear to Land, Scandinavian 662, Contact Radar 1239, bye bye. Arbeitsplatz ist der Tower. Fluglotsen überwachen die vielen Flugzeuge, die den deutschen Luftraum durchkreuzen. Der Job ist nichts für schwache Nerven. Nur jeder Zehnte besteht den Aufnahmetest. Und nur 80% der Azubis schaffen die 3-jährige Ausbildung. Das Verfahren ist streng, denn der Job bringt große Verantwortung mit sich. Es ist eigentlich nie das Bewusstsein da, dass ich da jetzt 500 Leute gerade mit den 2 Maschinen irgendwie verletzen oder in den Tod bringen könnte. Das spielt bei mir nie eine Rolle. Sonst, glaube ich, würde man sich ziemlich verrückt machen, sonst könnte man den Job wahrscheinlich nicht machen. Wegen der Dauerkonzentration am Radar haben Fluglotsen einen Anspruch auf 2 Stunden Pause am Tag. Eine wichtige Ruhezeit für das Gehirn. Ich döse gern mal einfach so auf der Liege oder lass mich hier auf dem Massagestuhl massieren. Wenn gerade ein interessantes Fußballspiel läuft, gucke ich das oder setze mich draußen in die Sonne. Fluglotsen arbeiten immer 5 Tage am Stück und haben dann 3 Tage frei. Ein reguläres Wochenende gibt es nicht. Noch besser verdienen die Leute, die hier arbeiten, Berufspolitiker. Unser Platz 2 der besten Jobs ohne Studium. Arbeitsplatz sind zum Beispiel Bundestag, Landtag oder EU-Parlament. Es ist ein typischer Quereinsteigerjob. Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt hat Abitur, aber kein abgeschlossenes Studium. Horst Seehofer hat die mittlere Reife. Das Einkommen ist trotzdem gut. Ein Bundestagsabgeordneter erhält im Monat 9.542 Euro. Landtagsabgeordnete etwas weniger. Was zum Job dazugehört, erfährt Galileo-Reporter Maurice Geider vom EU-Abgeordneten der Grünen, Jan-Philipp Albrecht. Sieht so ein bisschen aus wie bei Star Wars. Ja, wie der Senat, der intergalaktische Senat. Genau. Als Abgeordneter darf man kein Problem mit langen Debatten oder Abstimmungen haben. Die können auch bis 23 Uhr gehen. Dafür hat jeder Abgeordnete seinen eigenen festen Platz. Wir stehen direkt neben meinem Platz. Da steht der Name ganz klein auf dem Bildschirm. Vorsicht. Oh, dieser Stuhl ist echt schwer. Da sitzt man dann auch und steht dann aber auch nicht nochmal auf, oder? Nee, also auf dem Stuhl, da bleibt man erstmal sitzen, wenn man sich erstmal hingesetzt hat. Aber der sitzt nicht gut. Neben einem Sitzplatz steht jedem Abgeordneten und dessen Mitarbeitern auch ein Büro zu. Üppig ist es nicht. Man darf vor allem keine Angst vor Nähe haben. Das ist ein ganz normales Büro. Genau, und das ist eigentlich relativ kompakt. Also hier gibt es, ich würde mal sagen, 7 Quadratmeter. Und wir sitzen hier zu dritt gerade. Dafür stimmt der Verdienst. Unser Platz 1 der besten Jobs ohne Uniabschluss. Berufstaucher. Sie sind die wohl am besten bezahlten Handwerker. Sie arbeiten überall, wo gebaut oder repariert wird. Eben nur unter Wasser. Sie arbeiten fast blind. Das Wasser ist oft kalt.
oder verseucht. Dann die ständige Druckbelastung. Der Job ist also nicht ohne und das zeigt sich beim Gehalt. Bis zu 10.000 Euro monatlich, wer viel arbeitet und spezielle Arbeitsansätze hat. Wie diese Fäkalientaucher, die Klärbecken reinigen. Nitrobakterien zersetzen in diesem Becken die, Verzeihung, Scheiße. Dadurch stinkt es kaum, aber schlucken sollte der Taucher von der Brühe nichts. Das sollte man möglichst vermeiden, weil da sind einige Bakterien aktiv und wenn das zum beispielsweise in die Lunge kommt, dann kann das einem schon die Lunge zerfressen. Also da sind schon einige auch ums Leben gekommen. Wer nicht zu empfindlich ist und eine handwerkliche Ausbildung hat, kann die zweijährige Fortbildung zum Berufstaucher absolvieren. Inklusive 200 Tauchstunden fernab vom Blauen Meer, in weniger schönem Wasser. Erstmal sieht es nicht so aus. Man sieht das ja hier jetzt an dem Wasser nicht unbedingt so wie in der Toilettenschüssel. Also es ist nicht so eine Pampe, es ist immer noch ziemlich flüssig. Und stinken tut es halt auch nicht so, wie die meisten Leute denken. Also und an gewisse Geruchsbelästigung ist natürlich da. Aber wenn die Anlage jetzt vernünftig läuft mit den Bakterien, dann ist das eigentlich ganz erträglich. Und es ist gut bezahlt. Fakt ist, auch ohne Studium kann es gehaltsmäßig richtig steil bergauf gehen.